Die Deutsche Fototek in Dresden wird 100. Die Einrichtung an der Sächsischen Landesbibliothek eine gute Sache. Gleich in der Bergzeit ein paar Bilder aus dem Bestand und diese weiteren Sachen. Verwaltungssache, Landrat gibt informativen Überblick. Frauensache, Ärztin eröffnet neue Praxis. Und Kindersachen. Sammlung zeigt besondere Fahrzeuge. Glück auf! Bevor die Reise beginnt, im Rahmen der 12. Traveler Review Awards von Booking.com sicherte sich Sachsen erneut einen Platz unter den gastfreundlichsten Bundesländern in Deutschland. Das Ergebnis: Platz 2 für den Freistaat hinter Bayern und vor Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland. Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch weiß, Zitat: Unsere Gäste wollen nicht nur neue Orte mit vielfältigen touristischen Angeboten entdecken, sondern sich dabei vor allem auch wohlfühlen. Es ist deshalb ein toller Erfolg und vor allem eine großartige Leistung unserer Gastgeberinnen und Gastgeber. Zitat Ende. Apropos neue Orte entdecken, das geht auch auf unserer 100-Hunde-Runde. ErztTV nimmt Sie mit auf eine 100-Hunde-Runde. Die 55. Station ist wieder in Aue-Bad Schlema. Da lassen sich besonders viele Hunde entdecken. Einige stehen im Zusammenhang mit dem Besucherbergwerk Markus Semmler als Wegweiser oder am Originalschauplatz. Im einstigen Schacht können Besucher in 50 Metern Tiefe den Schlemaer Bergbau von seinen Ursprüngen bis zur Wismutzeit hautnah erleben. In Sachsen gab es im vergangenen Jahr einen leichten Anstieg der erwerbstätigen Zahl. 2,078 Millionen Erwerbstätige hatten im Jahresdurchschnitt 2023 ihren Arbeitsplatz im Freistaat Sachsen. Das sind damit knapp 6.000 Personen bzw. 0,3% mehr als 2022. Damit wurde ein Höchststand seit dem Jahr 1991 erreicht. Die Zugewinne 2023 betrafen ausschließlich die Dienstleistungsbereiche. Hier war in Sachsen ein Plus von reichlich 7.000 Personen oder 0,5% zu verzeichnen. Mit fast 4.000 Erwerbstätigen bzw. 0,6% gab es den größten Anstieg innerhalb der Dienstleistungsbranchen im Bereich öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Der Schwerpunkt der Entwicklung lag hier im Gesundheits- und Sozialwesen. Im produzierenden Gewerbe ging die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen um rund 1.000 Personen bzw. 0,2% zurück. Pressekonferenz im Landratsamt mit Landrat Rico Anton. Man hatte zu der Veranstaltung am Mittwochnachmittag eingeladen, um den Medienvertretern einen Überblick zu geben, welche Themen die Ämter der Landkreisverwaltung aktuell besonders beschäftigen bzw. im Jahresverlauf noch beschäftigen werden. Zur aktuellen Haushaltssituation wurde mitgeteilt, dass der Erzgebirgskreis das Jahr 2023 trotz Rettungspaketen mit einem deutlich negativen Saldo des Erzgebirgshaushaltes abschließen wird. Für 2024 ergab sich bereits mit der Planung ein Minus von mehr als 23 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Inzwischen hat sich das auf über 30 Millionen Euro erhöht. Als Gründe werden unter anderem die geringer als geplant anfallenden Einnahmen aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage
sowie die erforderliche Personalmehrung zur Bewältigung der Sozialleistungsbearbeitung und Migration genannt. Haushaltssperren und Bewirtschaftungsmaßnahmen reichen laut Auskunft der Landkreisverwaltung für die notwendige Verbesserung des Ergebnishaushaltes nicht aus. Es bedürfe zwingend weiterer Unterstützung durch Bund und Land. Der Doppelhaushalt 2025-26 soll im Oktober 2024 in den Kreistag eingebracht und im Dezember im Kreistag beschlossen werden. Mit ihrem geplanten Projekt Jugendkulturschmiede Erz, Jugend gestaltet Zukunft, haben sich der Erzgebirgskreis und die ortsansässigen LIDA-Regionen erfolgreich um eine Förderung über das Bundesprogramm Aller Land zusammen gestalten, Strukturen stärken beworben. Die Entwicklungsphase wird mit 40.000 Euro gefördert. Das Projekt verfolgt das Ziel, ein tragfähiges Konzept für beteiligungsorientierte Kulturvorhaben zu entwickeln und Jugendliche im ländlichen Raum durch verschiedene Formate zu motivieren, sich aktiv an Kultur und Demokratie zu beteiligen. Der Schwarzenberger Weihnachtsbaum 2023 war eine über 15 Meter hohe Fichte von einem städtischen Grundstück. Schon jetzt ist die Stadt auf der Suche nach geeigneten Nadelbäumen, die in der Weihnachtszeit 2024 oder später auf dem Markt erstrahlen können. Schwarzenberger, die auf ihrem Grundstück einen eventuell geeigneten Baum stehen haben, werden gebeten, sich im städtischen Bauhof zu melden. Im Zuge einer Ortsbesichtigung wird dann geklärt, ob und wann der Baum als künftiger Weihnachtsbaum geeignet wäre. Noch eine Suchmeldung. In Aue-Bad Schlema werden dringend Einzelzimmer für zwei Praktikanten aus der Bretagne bei Gastfamilien gesucht. Zwei Studenten der Universität in der französischen Partnerstadt Guingamp sollen am 15. April für zwei Monate ins Erzgebirge kommen. Beide haben Grundkenntnisse der deutschen Sprache und möchten diese vertiefen. Die 18-jährige Clara ist im ersten Studienjahr nach ihrem Abitur und wird ihr Praktikum als Sprachassistentin am Clemens-Winkler-Gymnasium absolvieren. Der 24-jährige Nicolas hat nach seinem Abitur in der französischen Marine gedient und danach in einem großen Baumarkt gearbeitet. Er wird sein Praktikum als Sprachassistent an der Oberschule Aue-Celle absolvieren. Für ihre Unterbringung bezahlen die Studenten 200 Euro für die Zeit ihres Aufenthaltes. Hinsichtlich der Verpflegung sprechen sie sich mit der jeweiligen Gastfamilie ab. Verantwortlich ist der Verein Städtepartnerschaftskomitee Aue-Sachsen. Ja, ein herzliches Willkommen. Bei Treffpunkt Kulinarisch beginnt das Jahr mit Geflügelfleisch. Das erfreut sich ja weiter wachsender Beliebtheit. Stammfernsehkoch Benjamin Unger bereitet gemeinsam mit Thomas Meinl gefüllte Putenbrust mit Kambert, paniert mit Haferflocken zu. Dazu gibt es einen Salat mit Rote Beete, Ziegenkäse und Nüssen. Hobbykoch Thomas Meinl ist bei der Kabeljournal GmbH Kundenberater für IT-Projekte, die vom Unternehmen realisiert werden können. Zu sehen ist die erste Folge Treffpunkt Kulinarisch im Jahr 2024 in der Zeit vom 26. Januar bis 1. Februar im Programm von ErzTV. In Annaberg-Buchholz sind das Erzgebirgsmuseum sowie das Silbererzbergwerk im Gößner am 27. Januar ganztägig geschlossen. Der Grund ist eine Übung des Bergbau- und Höhenrettungszuges der Stadtfeuerwehr. Aktuell kann im Erzgebirgsmuseum die Sonderausstellung Elemente besucht werden. Die Ausstellung präsentiert bis einschließlich 4. Februar einen breiten Querschnitt des Schaffens Prager Kunsthandwerkerinnen. Die grenzüberschreitende Kooperation richtet den Blick auf die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten und kunsthandwerklichen Traditionen. 2024 feiert die Deutsche Fotothek an der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden ihr 100-jähriges Bestehen. Deshalb werden deren wechselvolle Geschichte und die Highlights der Sammlung in zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen in den Fokus gerückt. Am 25. Januar beginnt die Ausstellungsreihe aus dem Archiv der Fotografen im Buchmuseum der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Über das Jahr verteilt werden dort in 4 Präsentationen fotografische Positionen unter Hashtags vorgestellt, die auch die Deutsche Fotothek selbst charakterisieren.
Die Deutsche Fotothek ist heute mit ihrem Bestand von rund 7 Millionen Fotografien zentraler Ort für die Bewahrung, Erforschung und Vermittlung des fotografischen Erbes in Deutschland. Schnitzereien werden noch bis Sonntag in einer Ausstellung bei der gemeinnützigen Stiftung Tulm in Thalheim auf der Friedrichstraße gezeigt. Geöffnet ist täglich 14 bis 18 Uhr. Ganz genau genommen sind 622 Arbeiten von 3 professionellen Schnitzern, 33 Hobbyschnitzern und einer Schnitzerin sowie 4 Nachwuchstalenten zu sehen. Gemeinsam haben die Figuren, dass sie von Thalheimer Schnitzern hergestellt wurden. Die ältesten Stücke sind von Mitgliedern des ehemaligen Schnitzzirkels, der in den 1930er Jahren bestand. Übrigens, die Organisatoren der Thalheimer Schnitzausstellung erhoffen sich auch, dass Menschen alte und neue Freunde und Bekannte beim Besuch in der gemeinnützigen Stiftung Tulm treffen. Denn das ist das größte Anliegen der Stifter. Um ein besonderes Anliegen geht es auch im folgenden Bericht. Schneeberg tut viel dafür, dass die medizinische Grundversorgung in der Stadt gesichert bleibt. Gestern wurde ein weiterer Erfolg sichtbar. Als Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert am Mittwoch ins ehemalige Bergarbeiterkrankenhaus kam, hatte er einen großen Strauß Blumen mit dabei. Bestimmt waren die für Katrin Friebe. Dazu gleich mehr. Vor den Blumen gab es erst einmal einen Termin zum Kennenlernen für die Protagonisten, die das Objekt wieder mit Leben erfüllen. Nach der Insolvenz des Schneeberger Krankenhauses wurde der Standort von der Stadt in ihr Eigentum übernommen. Gemeinsam mit der Poliklinik G GmbH Chemnitz, die Träger des ambulanten medizinischen Versorgungszentrums ist, wird der Standort stetig zu einem Gesundheitszentrum entwickelt. Für die Umsetzung des gesamten Konzeptes ist dabei die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg mit ihrer Tochtergesellschaft Immobilienservice Schneeberg GmbH verantwortlich. Und die freut sich mit Bürgermeister Ingo Seifert, dass Katrin Friebe ihre neue Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gerade hier eröffnet. Und natürlich können sich auch die Frauen in Schneeberg und Umgebung freuen. Wir decken eigentlich die gesamte Breite der ambulanten Gynäkologie und Geburtshilfe ab. Das heißt, wir versorgen Frauen im Rahmen der Vorsorge, wir versorgen Frauen im Rahmen auch der Krebs- und Tumornachsorge. Wir haben Impfen ganz hoch auf unserer Liste stehen. Wir betreuen Frauen, die schwanger werden wollen, die schwanger sind, über den Verlauf ihrer Schwangerschaft hinweg bis zur Geburt und auch danach wieder. Und wir haben auch eine Betreuung über unsere sogenannte Mädchensprechstunde, wo wir ganz junge Frauen ansprechen, damit sie die Angst vor dem Frauenarzt verlieren. Und hier wissen, sie haben hier immer einen Ansprechpartner, auch ohne Mutti, wenn es sein muss, oder ohne Angehörige. Die Stadt Schneeberg entwickelt mit Partnern am Standort des ehemaligen Bergarbeiterkrankenhauses ein Gesundheitszentrum. Laut Bürgermeister Seifert zeigen die Fortschritte, dass in Schneeberg diesbezüglich die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ein ausführlicher Bericht dazu ist in Arbeit. Fast zu Ende ist dagegen die Weihnachtsschau im Depot Pohlströher in Gelenau. Wer die guten Stücke noch sehen möchte, muss sich also beeilen. Die Weihnachtsschau kann nur noch bis zum 28. Januar besucht werden. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Und dabei lassen sich auch die folgenden Exponate entdecken. Voller Leben präsentieren sich in der Weihnachtszeit viele Schaustücke des Depots Pohlströher in Gelenau. Die Weihnachtsausstellung ist zur Tradition geworden. Klar, denn viele Exponate passen in die Zeit um den Jahreswechsel. Fester Bestandteil ist ein Bereich für Kinderfahrzeuge. Und da geht es aktuell um die besonderen. Das sind ausgewählte internationale historische Kinderfahrzeuge aus der weltgrößten Sammlung dieser Art. Der Chemnitzer Kinderfahrzeugsammler und Restaurator Eckhard Holler stimmt auf den Ausstellungsbesuch ein. Wir fangen an bei diesen 4 blauen Fahrzeugen hier, die hier stehen. Die kommen alles aus Frankreich, von der Firma Eureka aus Paris.
Das war die größte und beste Firma in Frankreich, man kann fast sagen auch in Europa. Und das erste Fahrzeug, was wir sehen, ist das zweite Fahrzeug, was Eureka hergestellt hat, der Sport 23. Und das 23 bedeutet 1923. Sie haben fast jedes Jahr ein neues Objekt herausgebracht. Und der ist sehr selten. Es soll noch 4, 5 Fahrzeuge bloß geben. Sehr viele werden nachgebaut und auf dem Markt sind fast nur noch nachgebaute. Das ist aber ein Originalfahrzeug, nur der Lack ist neu. Und das nächste Fahrzeug, das blaue, ist der Sport 24, also das Nachfolgemodell. Die anderen zwei sind dann auch noch später gemacht worden. Hier sehen wir ein deutsches Fahrzeug, der rote, das ist ein Verbedo. Verbedo war der größte Hersteller in Deutschland. Vor dem Krieg und auch nach dem Krieg noch bis 2020, dann ist er insolvenz gegangen. Und dieses Fahrzeug, der Gia, ist nach 1945 gebaut worden und war das teuerste Kinderfahrzeug, deshalb auch sehr selten. Wir sehen hier das blaue Fahrzeug, das ist auch ein deutsches von der Firma Nether. Viele werden Nether nicht kennen, aber Zequiba Zeitz ist bekannt. Jeder DDR-Bürger hat garantiert in einem Kinderwagen von Zequiba Zeitz gesessen. Und Nether hat seine Firma 1848 gegründet, hat Wagen, Pferdewagen, Landauer und sowas hergestellt. Und die auch Kinderfahrzeuge, das waren mit die besten überhaupt weltweit von der Qualität. Und er hatte auch einen Vertrieb, wie gesagt, über die ganze Welt. Hat er seine Fahrzeuge vertrieben. Und was wir hier sehen, ist das letzte Nether-Fahrzeug 1943, das aufwendigste und auch teuerste Fahrzeug, was er damals gebaut hat. Dazu gesellen sich Kinderfahrzeuge der Marken Audi und DKW sowie aus der großen Palette internationaler Fahrzeuge. Immer wieder sticht in der Ausstellung ein ganz besonderes Exponat ins Auge. Und zwar diesmal ist es ein Alpha Super Spider der Mitte der 1950er Jahre. Er wurde in Italien hergestellt, ist komplett aus Aluminium getrieben, hat einen ganz dünnen Rohrrahmen und das Aluminium ist frei drüber verformt worden. Es ist ein Auto für zwei Kinder, Doppeldrehtmechanismus. Und wie ich jetzt rausgekriegt habe, wurde der auch für die Verkehrserziehungsgärten in Italien eingesetzt. Also müsste dort auch ein Hersteller gewesen sein, der also nicht bloß ein Muster gemacht hat, sondern mehrere, größere Stückzahl. Das Auto habe ich damals aus Ungarn geholt. Es war komplett zerbeult. Es war eine Heidenarbeit, den wieder herzurichten, auszubeulen. Und es ist auch ein verhältnismäßig sehr seltenes Stück. Ob selten oder nicht, die Kinderfahrzeuge im Depot Pohlstreuer-Gehlenau lassen auch in der Weihnachtsschau 2023 nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Ich sage es nochmal, noch bis zum 28. Januar kann die Weihnachtsschau besucht werden. Dann kommt das Frühlingserwachen. Und weil der 25. Januar in diesem Jahr der Gegenteiltag ist, was ist eigentlich das Gegenteil von Frühlingserwachen? Ja, abends rechts einschlafen. Wenn es Ihnen gefallen hat, kennen Sie bestimmt auch das Gegenteil von Prophylaxe. Klar, Amateurheringe. Ich sehe, wir verstehen uns. Bis zur Bergzeit am Freitag. Glück auf! Wenn man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens 3-mal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro.
Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3, Ihr Anschluss an die Zukunft. Jetzt großer Winterschlussverkauf bei TTM. Bodenbeläge, Gardinen, Tapeten, vieles stark reduziert. PVC-Belag mit Fließrücken nur 9,99. Teppichbodenläufer in drei Farben ab 7,99 der laufende Meter. Nur für kurze Zeit 20% Rabatt auf maßgefertigte Markisen. Und Kurzgardinen ab 1 Euro der Meter. Das Wichtigste bei TTM ist unser Komplettservice, von der Beratung bis zur Montage bei Ihnen zu Hause. Denn nach dem Kauf liefern und verlegen wir Ihre Böden kostengünstig und professionell. So werden auch Ihre Traumgardinen und Stoffe direkt in unseren Häusern für Sie zugeschnitten und genäht. Auch das Ketteln nach Maß, direkt nach dem Kauf, gehört bei TTM einfach dazu. Das sind alles nette, zuverlässige Mitarbeiter. Wir tun seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Das macht es natürlich, um einiges leichter. Man kennt die Leute seit 15 Jahren. Und ja, es macht eigentlich jeden Tag wieder Spaß. Ob bei der Gestaltung Ihrer Fenster oder bei der Verlegung von Vinylböden, PVC, Laminat oder Teppichboden. Wir bei TTM legen großen Wert auf unsere kompetenten und gut ausgebildeten Fachleute. Zum WSV bei TTM. Der Spartipp. Bordürenteppich, Flachgewebe, je für nur 9,99. Teppichboden, feine Schlinge, jetzt 6,99 der Quadratmeter. Ösenvorhang, floral bestickt, jetzt je nur 15,99. Ich bin die Kerstin Schaffner. Ich bin Marktleiterin beim TTM-Markt in Lößnitz in unserem schönen Erzgebirge. Und unser Team freut sich auf Sie. Für ein schönes Zuhause. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten.